Jetzt fördert ihr ja wieder das Autofahren. Wir fördern nicht das Autofahren, sondern wenn man bedenkt, 40% des innerstädtischen Verkehrs wird durch die Parkplatzsuche verursacht. Da muss man sich mal vorstellen, man ist in der Innenstadt und eigentlich will man jetzt parken und dann dreht man nochmal irgendwie 5, 6, 7, 8, 9, 10 Runden und sucht seinen Parkplatz. Und diesen ganzen Verkehr nehmen wir jetzt weg auf einen Schlag, also wenn man Ampere umsetzt. Wir reduzieren das. So sehen wir das. Reduzieren das Autofahren auf der einen Seite, ja, und machen die Zeit dann sozusagen wertvoller, die man stattdessen verbringen kann. Wir haben heute den Land der Ideenpreis gewonnen. Wir wurden ausgezeichnet als Ort im Land der Ideen, die eine Lösung für die Städte von morgen bereithält. Was ist der Kick an Ampedo? Worum geht es? Mit Ampedo wollen wir die Parkplatzproblematik lösen. Wir haben gesehen, dass viele Stellflächen, private Stellflächen, über den Tag leer stehen. Und diese können über Ampedo vermietet werden, stundenweise. Und die am Parkplatz Suchenden haben eine App. Über diese finden sie den nächsten freien Parkplatz, zum Beispiel bei dir im Innenhof, Ali, und fahren dann dorthin, parken, bezahlen über unsere App und du bekommst die Einnahmen überwiesen. Und wenn du abends nach Hause kommst, parkst du wieder absolut alleine dort und in der Zwischenzeit hast du dann noch ein bisschen Geld verdient. Mehr als 50%, 60% in besten Lagen sind tatsächlich unausgelastet und diese Ressourcen wollen wir den Menschen auch aufzeigen, dass man da gar nicht lange suchen muss, sondern direkt zum nächsten freien Parkplatz begleitet wird und an Stellen, wo es halt wenig private Einfahrten gibt, dann auf die Parkhäuser ausgewichen wird, an Stellen, wo es keine Parkhäuser gibt, dann die privaten Parkflächen genutzt werden können. Verdient ihr schon Geld damit? Also wir verdienen schon ein bisschen Geld damit. Das reicht jetzt aktuell natürlich noch nicht, um davon leben zu können. Deswegen sind wir froh, dass wir eine Investitionsrunde schließen konnten zu Anfang des Jahres. Und durch das schnelle Wachstum, was jetzt passiert ist, sind wir natürlich positiv überrascht und beeindruckt, dass das jetzt so schnell gehen konnte und freuen uns deswegen. Wir hatten das Glück, zu Anfang des Jahres in die erste Klasse des ProSiebenSat.1 Accelerators zu kommen. Und das hat uns dann nochmal von Anfang an richtig Schwung gegeben. Und so konnten wir dann nicht nur in Köln, sondern tatsächlich auch in München die ersten Parkplätze bekommen, was dazu geholfen hat, dass wir jetzt auch mittlerweile deutschlandweit über Parkplätze verfügen, wo geparkt werden kann und täglich mehr dazukommen. Jeder Investor ist natürlich herzlich willkommen, sich bei uns zu melden. Geld können wir immer gebrauchen, aber wann wir aus dieser Start-up-Phase rausgehen, wir denken immer daran, was brauchen wir morgen? Morgen brauchen wir mehr Parkplätze, wir laufen los, holen die nächsten Parkplätze und gehen immer so weiter vor. Und wenn es dann zu groß wird, das Ganze, und wir das nicht mehr stemmen können, dann kommen die neuen Mitarbeiter. Und so versuchen wir das einfach Schritt für Schritt. Und hinsichtlich der Investoren sagen wir dann immer, wenn die Investoren auch in ihrer Stadt jetzt demnächst stressfrei parken möchten, dann sind sie herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen und dann drücken wir auch mal ein Auge zu und fokussieren uns auch auf bestimmte Gebiete, wenn das gewünscht ist. Parken macht Spaß am Pido.